Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, woran es liegen kann, dass euer Reifen Luft verliert und was man dagegen tun kann. Falls ihr auch das gleiche Problem habt, wie hier mein Bekannter, das ist nicht mein Scooter, der gehört auch nicht Püppi. Ich zeige euch mal hier, woran es liegen kann. Er hatte mich mal gefragt, ob ich da mal nachgucken könnte. Ich habe ihm gesagt, alles klar, aber nur, wenn ich davon ein Video mache. Ja, das heißt, wir fangen an. Dieser Scooter selber, den pumpt man auf. Und am nächsten Morgen ist der Reifen eigentlich wieder fast platt. Das heißt, wenn der aufgepumpt ist, kann mein Kumpel erstmal eine Runde fahren, fährt 2-3 Stunden, merkt er nichts von und irgendwann am nächsten Morgen ist das Ding wieder platt. Ja, ich habe das Kennzeichen mal hier fachmännisch zugedeckt. Woran könnte das liegen? Das Erste, was wir auf jeden Fall machen sollten, den Scooter anbocken und eine Sichtprüfung vornehmen. Hier ist zum Beispiel ein kleiner Riss in dem Reifen dort, aber das kann es eigentlich nicht sein. Ich mache das immer so. Ich nehme mir das Ventil als Anhaltspunkt, dass ich die Felge jetzt eine komplette Runde drehen kann. Dann weiß ich, wo ich angefangen habe. Fangen wir mal an und suchen hier erstmal den Reifen nach Fremdkörpern ab. Fremdkörper meine ich jetzt einen Nagel oder eine Schraube. Und ihr seht schon, durch die Quasselei weiß ich jetzt nicht, wo ich bin. Und anhand des Ventils sehe ich immer genau, wo ich angefangen habe. Also ein bisschen dürfen wir noch drehen. Hier ist nichts zu erkennen. Also eine Einfahrtverletzung im Reifen hier liegt nicht vor. Ja, wo kann ein Reifen noch undicht sein auf der Felge? Hier zum Beispiel in dieser Kante kann er undicht sein oder am Ventil. Und wie wir das prüfen können, ist ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Und um jetzt weiterzumachen, habe ich den Scooter erstmal auf die Seite gelegt. Das heißt, irgendwo, dass er halbwegs gerade liegt. Das muss jetzt nicht mit einer Wasserwaage abgemessen werden. Aber jetzt haben wir hier die Möglichkeit, einfach mal uns diese Kante anzuschauen. Und dann brauchen wir etwas Spülmittel in eine Schale geben. Das muss nicht viel sein. Und etwas Wasser hinzu. Hintergrund hier, wenn wir jetzt nur normales Wasser nehmen würden, das ist zu hart. Es würde nur eine dicke, große Blase entstehen oder ein großer Tropfen auf dem Reifen und wir können nicht sehen, wo das Wasser rauskommt. Und das müssen wir jetzt ganz vorsichtig auftragen. Und womit ich das mache? Auch ganz einfach. Ich könnte jetzt hergehen und die ganze Schale nehmen und hier einfach drüber auskippen. Aber hier sind ja Kugellager drin, da müssen wir vorsichtig sein, dass hier keine Seifenlauge in die Kugellager läuft. Also war ich in einer Apotheke und habe mir einfach eine Spritze gekauft. Das Ding hat 50 Cent gekostet oder irgendwie sowas. Oder 25, ich weiß es gar nicht mehr. Und damit kann ich jetzt die Seifenlauge vorsichtig hier auftragen. Bevor ich das aber mache, muss ich überhaupt erstmal Luft drauf geben. Und die Luft fülle ich mal eben hier mit meiner Xiaomi Kompressorpumpe auf. Das ist ein akkubetriebenes Etwas. Finde ich super klasse. So, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt oder ob das zu sehr flackert. 0,0. Mal gucken, wie viel wir jetzt hier noch überhaupt auf diesem Reifen an Luftdruck haben. So, Psi. So, ja, da ist nichts mehr drauf. Ich gehe mal eben runter auf. Ne, da müssen wir hinter. So, Fahrrad 44, Psi. Ja, so, Fahrrad. Wir pumpen das Ding jetzt erstmal auf. Komm, mal auf 3 Bar pumpen wir das Ding jetzt mal auf. Weil wir müssen erstmal Luft reinkriegen, damit wir sehen, wo sie rauskommt. Sieht man das auf dem Bild? Ja, kann man halbwegs erkennen. Man muss eine größere Undichtigkeit hier haben. Ja, komm mal hin. Ich kann mir schon fast denken, was es ist. Aber wir schauen mal weiter. So, 3 Bar, schnell abziehen das Ding. So. Und jetzt gehen wir her. Das Ding machen wir wieder zu, rein in den Rüssel, dann geht das Ding auch raus. Jetzt nehme ich hier die Spritze aus dieser Verpackung und ziehe hier ganz einfach Seifenlauge in diese Spritze hinein. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und mit dieser Spritze hier einfach nur Feuchtigkeit hineingeben. Ihr seht schon, die verteilt sich und da, wo der undicht ist,
sollten Blasen hochkommen, wenn er an dieser Stelle undicht sein sollte. So, einmal rundum benetzen. Also mein Kumpel ist mit dem Ding natürlich, der kam mir angeschoben mit dem Teil, der ist nicht mehr damit gefahren. Macht das auch nicht, wenn der Reifen platt ist. Fahrt nicht mit dem Teil. Da, hier haben wir schon die Undichtigkeit. Da sehen wir es in der Nähe des Ventils. Das heißt, hier muss der Reifen runter. Der muss einmal abgedrückt werden und ich muss mir mal die Kante innen drin anschauen, wie das funktioniert. Da habe ich ja schon ein separates Video dazu gemacht, wie man hier, der ganze Reifen ist überall undicht. Da sind ein paar Blasen, aber die haben jetzt schon aufgehört. Aber hier mit dieser Reifenlauge kann man das einwandfrei erkennen. Und ich lag mit meiner Annahme falsch, weil ich habe eigentlich gedacht, das liegt hier an dem Ventil. Wenn ich da jetzt mal Wasser reingebe, Seifenlauge, komplett voll jetzt das Ding, da kommt nicht ein Tropfen raus. Aber am Ventil gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Da einfach mal Wasser reingeben. So, Wasser mit Spüli. Und hier sieht man, dieses Ventil ist dicht. Anhand der Blasenbildung hier sehe ich genau, wo hier der Reifen undicht ist. Klar, dass der hier einen Luftverlust hat. Wenn das an dem Ventil liegen sollte, zeige ich euch mal eben was, was ihr vielleicht noch nicht wusstet. Tja, und wenn ihr euch hier die Blasen anseht, die da aus der Felge oder auf der Verbindung Reifen zur Felge raushüpfen, das Ganze kann nicht dicht sein, das ist mir schon klar. Aber wie gesagt, ich hatte eine andere Vermutung. Und zwar das Ventil. Ich habe eigentlich gedacht, hier innen drin ist ja so ein Stift. Den können wir reindrücken. Was aber viele von euch nicht wissen, den kann man nicht nur reindrücken, den kann man auch ausbauen. Und zwar einzeln austauschen. Ich habe mir dafür mal hier so ein Multitool bestellt. Da ist, so ein Ding ist hier mit drin. Ist unter anderem hat es den Vorteil, man kann ein Gewinde nachschneiden. Wenn das nicht mehr so in Ordnung sein sollte, durch Regen, Staub, Schmutz, Mutter mal schief drauf gedreht, Käppchen, man kann dieses Gewinde hier nachschneiden. Das ist aber nicht das, was ich euch zeigen wollte. Ich wollte euch diesen jetzt zeigen. Man kann nämlich hergehen, setzt einfach diesen Schraubendreher an, unten so eine kleine Öffnung und wir können das ganze Ventil-Inlay hier rausholen. So, und es kommt nämlich manchmal vor, dass dieses Bauteil undicht ist. Ich lege das mal eben hier auf den Tisch. Es kann nämlich immer mal sein, dass hier so ein paar Staubkörner drin sind oder was auch immer. Und dann ist das Ventil undicht. Und dieses Multitool-Set hat den Vorteil, da sind Ersatz-Inlays mit drin. Ja gut, Ventilstoppkappen, die sind auch mit drin. Und das Ganze auch nochmal in Alu. Die würde ich allerdings nicht empfehlen. Irgendwann, die korrodieren fest. Ihr kriegt die von dem Ventil nicht mehr runter. Das kenne ich vom Auto, ja. Die sehen zwar richtig toll aus, wenn ich jetzt hier so die blauen Dinger drauf montieren würde oder was auch immer. Aber ich garantiere euch, ein halbes Jahr bis zu einem Jahr. Und ihr kriegt die nicht mehr runter. Montiert niemals diese Alu-Dinger. Immer nur diese Kunststoffkäppchen oder eben diese Teile, die original dabei sind, dann ist man nicht Edelstahl. Da kann auch nichts passieren. Alu und Metall verbindet sich immer zu einer dauerhaften Verbindung. Ja, wie gesagt, ich setze jetzt hier, wenn ich das Ding schon einmal raus habe, sicherheitshalber ein neues Inlay ein und dann ja, Reifen runter. Wie das geht, das Video selber verlinke ich euch jetzt noch einmal am Ende als Videovorschlag. Ja, das war unser Video. Jetzt weiß ich hier, wo mein Kumpel seinen Reifen Luftverlust hat, bleibt er nicht aus. Dementsprechend habe ich jetzt was zu tun. Okay, ich konnte euch hier weiterhelfen. Die Produkte selber setze ich euch nochmal in die Videobeschreibung da unten hin. Das war's. Ich hoffe, ich konnte euch hier weiterhelfen. Und wenn ihr den Reifen Luftverlust habt, wisst ihr jetzt, wie ihr das zu prüfen habt. Hätte ich jetzt hier keine Undichtigkeit festgestellt, natürlich auch noch auf der anderen Seite. Das schenke ich mir jetzt, weil der Reifen muss eh von der Felge runter. Ich habe was zu tun. Okay, das war unser Video. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich versuche schnellstmöglich zu antworten. Gebt diesem Video einen Daumen hoch, würde ich mich unwahrscheinlich drüber freuen. Und den Kanal, YouTube-Kanal TV Solution dürft ihr natürlich auch gerne abonnieren. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.